Wollen wir Glühwein trinken gehen? Ja. Ohne Alkohol? Ist die Voraussetzung? Auf jeden Fall. Ich gebe einen aus. Ich nehme einen Kinderwunsch. Im letzten Jahr hast du noch zweite Liga gespielt. Jetzt Starting Five, Champions League, All-Star Game. Musst du dich manchmal kneifen? Ja, also das klingt schon alles sehr surreal, also wenn ich so drüber nachdenke. Also es ging alles extrem schnell, aber ich freue mich natürlich, dass es sich so entwickelt hat. Sehr wertvoll für den Club, ganz klar. Also man braucht so eine Identifikationsfigur für den Club zum einen, aber auch für das Sportliche. Also das ist Kontinuität auf einer Schlüsselposition und der verlängerte Arm des Trainers ist nun mal auch der Aufbauspieler. Also das heißt, da haben wir die beiden Player wieder in einem Konstrukt, das jetzt mindestens 2 Jahre so weiter funktionieren kann, wo man partiell dann immer andere Spieler nur ergänzen muss. Ja und nein. Also ich würde es mir wünschen, dass er es sportlich auch so auf dieses Niveau schafft, dass es wirklich mal so ein 20-10-Spieler wird. Also die Amis machen es ja schon knallhart im Endeffekt an Spielzeit, an Wurfanzahl und dann an den Stats fest. Ja, ja. Er ist auf dem Weg dahin. Ob er diese Rolle so ausfüllen kann, muss er jetzt beweisen. 74 Millionen, das ist ein Commitment, ganz klar. Völlig zu Recht. Also freut mich wahnsinnig für ihn und für den deutschen Basketball. Aber wie gesagt, da gibt es genügend andere Leute auf anderen Positionen, die dann auch performen können und wo so eine Franchise dann im Zweifel sagen muss, okay, wir müssen dann doch die Gewichtung vielleicht wieder auf den Shooting Guard oder ähnliches oder Power Forward, also Paul Millsap ähnliches Spielertyp legen.